Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zur heutigen Folge Drachenaufstieg vom Berg. Und wir haben Sonntag, das heißt heute kommen wieder eure Grußwünsche. So, und die gehen heute an den, beziehungsweise Alex Mecharos, wenn ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen habe. Ich hatte dich schon mal gegrüßt, aber ich bin mir trotzdem nicht mehr richtig sicher wegen deinem Namen. Liebe Grüße hier an deiner Stelle an deine Mutter, Shushi. Ist das richtig ausgesprochen? Ich habe geschaut, es ist ungarisch, oder? Wie das ausgesprochen wird, aber schwierig. Und an deinen Vater, Lajos. Oder ja, Lajos. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. An Hannes Matuni, an Paul Hutegger, an Sturmfall 05, an Domi Kolb, an Batuhan, an Leon Hillig, an Luca Wirschke, an den Justin Bayer, an Raphael Knapp, an Hanna Reichert und an Pascal N. Irgendjemand von euch, von einem von euch hatte der Papa jetzt gestern, glaube ich, Geburtstag und wurde 32. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, weil ich die Kommentare unter den Drachenfolgen nochmal durchgegangen bin und da stand nichts davon. Aber an dieser Stelle, auch wenn ich gerade nicht mehr weiß, welcher Papa das von euch war, herzlichen Glückwunsch nachträglich. So, das waren die Grüße. Wir machen jetzt hier mit unseren Drachen weiter. So, wir schicken sie erstmal wieder hier neu sammeln. Wir brauchen so viel Fisch. So viel Fisch. Komm, hier, den werten wir mal auf. Der Regenschneider soll sehr, sehr, sehr viel Fisch reinbringen. Mhm. Den bringen wir auch direkt mal noch weiter zum Trainieren. Kann der Level 25 werden. So. Wir haben noch so viel zu tun hier. Es ist Wahnsinn, was uns noch alles erwartet. So. Ach, der Dorngrat hat eine neue Fähigkeit. Er kann jetzt Holz und Fisch sammeln. Echt mit Level 4 schon? Das kommt aber sehr früh vor. Ja, jetzt ist er Level 6. Ich finde es auch nicht schlecht, mit Level 6 schon 14,6, also 14.600 Holz und Fisch pro Stunde nach Hause zu bringen, ist schon nicht schlecht. Wir leveln ihn direkt weiter auf Level 7, denn der Kleine, der hat noch einiges zu tun dann später bei uns. So. Post, Post, Post. Ein weiteres Runengeschenk. Wie viel bekommen wir heute? Gestern waren es nur 5. 10. Ja, jetzt werden es wahrscheinlich jeden Tag 5 mehr. Und ja, es ist wieder ein neuer Drache gelandet. Es ist diesmal... Gott, was leckt das heute? Ist ja schlimm. Sonnensturm. Nee, Sonnensturm nicht. Ach nee, das ist gar nicht. Es ist gar kein neuer Drache dazu gekommen. Der erste Sturm, der geht ja noch eine Weile. Gucken wir mal, ob ohne Zahl und Hicks uns was Nettes mitgebracht haben. 30.000 Fische. Ja, ist okay. Ist okay. Fische können wir momentan recht gut gebrauchen. Da haben wir jetzt nicht so das allermeiste von. Muss man ja ganz ehrlich hier eingestehen. Der leuchtende Fluch. Wie sieht es mit ihm aus? Ihn würde ich gerne weiterleveln. Die Kampfversion. Aber den kann ich exakt ein einziges Mal füttern und das bringt uns nicht wirklich was. Wir bekommen ihn dadurch nicht mal auf Level 27. Was ist denn mit dem normalen leuchtenden Fluch? Oh, ist aber auch schon recht teuer für Level 28. Das finde ich schon knackig. Ja, wir haben sonst eigentlich gerade gar nicht so viel, was wir machen können. Leider. Haben wir noch irgendwas Interessantes hier im Hangar drin? Nö, auch nicht, oder? Hm. Nö. An für sich ist da nichts bei. Ich will jetzt auch eigentlich ungern Drachen leveln, die ich nicht brauche. Weil dann habe ich nämlich auf einmal irgendwann die Quest, ja, level den und den Drachen um so und so viel Level. Und dann denkst du dir, ja, schitte, hätte ich mal... Hätte ich ihn noch nicht so weit gelevelt, dann müsste ich jetzt nicht so viel Zeugs berappen, um die Quest abzuschließen. Deswegen möchte ich die im Hangar gerne erstmal noch nebenbei, also so außen vor lassen. Mal schauen.
So. Sammlung, da möchte ich aber auch noch mal reinschauen. Was, wie sieht's denn hier heute beim Johann aus? Ah, gucke mal hier. Zwei Sachen könnten wir tauschen. 80.000 Holz für ein Schild ist in Ordnung und 20 Runen für einen Sack Äpfel ist auch in Ordnung, meiner Meinung nach. So. Das Schild nehmen wir auch noch. 90 für den Kamm finde ich zu teuer, definitiv. Wie sieht es denn jetzt aus in der Sammlung? Wir haben 2 von 6 Schilden, 4 von 6 Kämmen, 3 von 6 Apfelsäcken. Und von den anderen Teilen haben wir noch gar nichts. Und wie sieht es aus mit unserer Fischsammelquest? Wir müssen für 7 Tage Fisch suchen und wir haben jetzt für 4 Tage 11 Stunden gesammelt. Also wir sind auf jeden Fall schon über die Hälfte drüber. Aber es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir das dann wirklich abgeschlossen haben. Da müssen die Drachen hier sich noch ein bisschen ins Zeug legen, noch ein bisschen was zusammenangeln. Ich stelle mir gerade einen Drache vor, wie der mit der Angel am Ufer sitzt. Fischerhut auf, so ein Westermann. Hier Hut und Regenmantel, meine ich hier, diese gelben Teile, gelbe Gummistiefel. Schön. Nee, also sie fangen sie natürlich. So, ja, wen suchen wir denn heute? Ich würde sagen, wir gucken wieder nach dem ersten Schrecken hier. Ganz einfach, weil wir da ein bisschen mehr Materialien rausbekommen bei einem Fehlversuch. Den Drachen möchte ich gar nicht unbedingt haben, aber die Materialien für Fehlversuche, die nehme ich dann doch ganz gerne mit. Aber ihr Lieben, das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich kann gerade nicht mehr zeigen, sich jetzt an eine Flotte zu begeben, das wäre absolute Holzverschwendung, weil das kriegen wir sowieso noch nicht hin. Da muss ich noch wieder ein bisschen weiter leveln, meine Drachen hier. Also würde ich mich an dieser Stelle erstmal von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine schöne Woche und nächste Woche geht's dann schon weiter. Also bis dahin, tschüss!